Diese tolle kleine Sockenwolle möchte ich euch heute zeigen. Die ist von Rikorumi und ist die Farbe Himbeere. Ich habe deswegen eine kleine gekauft, weil ich nicht so viel brauche. Die Farbnummer ist 013 und damit machen wir heute schöne kleine Himbeeren für den Kaufladen oder zur Dekoration. Im Vergleich dazu mal so normales Sockenknäuel. Also es ist schon wesentlich kleiner, aber natürlich ist es nicht billiger. Es kostet genauso viel wie eine große Wolle. Wir beginnen mit einem Fadenring. Diesen hatte ich euch bereits separat schon mal erklärt. Das verlinke ich euch oben in der Infobox. Dann kommt eine Masche zum Schließen und danach macht ihr vier feste Maschen in den Fadenring. Haltet den Fadenring dann gut fest mit den Maschen und zieht die Schlaufe zusammen. Achtet darauf, dass die Zöpfchen nicht verdreht sind. Es gibt keine Kettmasche und wir beginnen damit, eine feste Masche in die erste Masche zu geben und dann gehen wir in die zweite Masche und verdoppeln diese. Holen wieder den Faden einmal durch und in die gleiche Masche noch einmal einstechen und den nächsten Faden holen. Wieder feste Maschen durchgehend. In der dritten wird nur eine Masche platziert und in der vierten Masche werden auch wieder zwei Maschen. Somit verdoppeln wir diese. Am Ende habt ihr in dieser Reihe sechs Maschen. Auch hier gibt es keine Kettmasche, sondern ihr stecht einfach in die nächste Masche wieder ein. Und auch in dieser Runde machen wir immer abwechselnd erst eine feste Masche und danach eine zum Verdoppeln. Das heißt wieder zwei in eine Masche. Auch in der dritten Runde machen wir immer als erstes eine feste Masche und verdoppeln die zweite Masche. So langsam erkennt man auch eine Form, wenn man das so ein bisschen umstülpt. Aber wir machen noch eine weitere Runde. Die vierte Runde besteht nur aus festen Maschen in jede einzelne Masche.
Die kleine Himbeere erinnert da im Moment noch eher an eine kleine Pyramide. Wundert euch nicht, wenn es eher so zipfelmützenmäßig aussieht. Das verschwindet dann beim Vernähen des Garns. Jetzt könnt ihr den Faden abschneiden und durchziehen. Zum Vernähen der Innenseite müsst ihr die Himbeere einmal wenden und dann macht ihr so 2-3 Stiche durch die Masche und könnt das abschneiden. Wendet danach die Himbeere wieder zurück. Es hat sich bewährt, immer in eine Masche von der Außenseite reinzustechen, reihum. Und es langsam dann ein bisschen zu ziehen. Und so macht man das dann im Kreis und es wird auch immer kleiner, immer enger. Oh, die sehen ja so süß aus. Ganz süß. So, zum Schluss gehe ich nochmal vorne in die Masche rein, in die nächste. Und dann drücke ich mir das ein bisschen platt, sodass ich innen ein bisschen reinkomme. Mache dann so 1-2 Maschen nach innen. Und nochmal in die eine von den beiden. Und das war's auch schon. Mehr Platz ist da auch gar nicht zum Vernähen. Einmal abschneiden. Als letzten Tipp möchte ich euch noch mitgeben, nehmt die Rückseite von eurer Häkelnadel und formt damit eure Himbeere nochmal wunderbar kugelrund aus, weil dann sieht sie am leckersten aus. Und wir haben wieder eine Verlosung. Diesmal gibt es eine Gummikordel in Regenbogenfarben. Es sind 2 Meter. Was ihr tun müsst, ist ganz einfach. Seid Abonnent von meinem Kanal und schreibt mir in die Kommentarefunktion den Begriff, den ihr mit Herbst verbindet. Viel Spaß beim Mitmachen. Den Gewinner gibt es im nächsten Video schon. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, eure Manu.